Moin und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Satisfactory 1.0. Ist es nicht eine schöne Aussicht? Ja, die Stahlproduktion läuft. Wir haben jetzt in den Lagern die Eisenplatten, die Eisenstangen, Schrauben, die verstärkten Eisenplatten haben wir, dann Kabel, Beton und anschließend hier hinten, wenn ich mal hier ankomme, die Stahlrohre, die Stahlträger und die, was sind das nochmal? Stahlträger und die irgendwie verstärkten Stahlgeschichten. Stahlbetonträger sind das, glaube ich, ne? Ich weiß nicht mehr genau auswendig. Ich komme dabei etwas durcheinander. So, die obere Ebene ist fertig. Ich wollte ja noch eine Ebene höher bauen als bei der letzten, damit ich über die Lager hinwegschauen kann. Und meine Aussicht wieder genießen kann. Oh, jetzt wäre ich fast hier runtergeflogen. Das ist soweit fertig. Ich habe hier noch ein paar Lücken übrig gelassen für den Strom. Zum Beispiel für den Schredder. Wir schreddern relativ viel im Moment. Ich habe 39 Tickets, habe aber schon lange nichts mehr gekauft. Ich habe noch 2 Festplatten und 9 Tickets sind noch drin. Ich erkläre dir gleich auch, warum wir so viel schreddern. Weil im Prinzip überall bei jeder Produktionskette ein Schredder steht. Das hier war der klägliche Versuch, geh mal vorsichtig hier drüber, der klägliche Versuch, eine Außenwand zu erstellen. So viel zum Thema schön bauen. Also auch ich baue jetzt nicht unbedingt sofort mit dem ersten Versuch schön oder in Anführungszeichen schön, sondern du siehst, ich werde irgendwie nie so wirklich fertig. Aber ich habe ein paar Ideen im Kopf und die muss ich irgendwie versuchen umzusetzen. Auch die Abschlussleisten hier an den Ecken der Lager sind noch nicht fertig. Da hinten siehst du den entsprechend grünen Träger mit der Kappe oben drauf. Das muss ich noch für alle Lager machen. Also ich baue im Moment immer mehr die Maschinen, als dass ich mal hier das Design fertigstelle. Ihr kennt das Problem wahrscheinlich. So, gucken wir einmal die MEM. Hat wieder einen Festplattenscan fertig. Was haben wir? Kabel. Eisenstangen. Kabel ist eigentlich uninteressant. Okay, der macht aber aus 9 Gummi, aus 9 Draht, alternativ isoliertes Kabel und das ist Turbodrahtkabel. 3 Turbodraht und 2 macht er 11 Kabel und das isolierte ist 9 und 6. Das andere ist besser. Das lassen wir mal. Brauche ich noch nicht. Eisenstangen. Aus einem Eisenbarren, aus einem Stahlbarren. Stahlbarren, daraus mache ich keine Eisenstangen. Die brauche ich. Okay, wir machen nochmal einen Noise-Scan. Das geht ja immer einmal. Rotor. Rotor habe ich schon Alternativrezept. Genau, ich habe nämlich den Stahlrotor. Das finde ich richtig gut. Aber warum sollte ich 6 Blech und 52 Schrauben ergeben 3 Rotoren? Und da oben, ne, 52 Schrauben für 3 Rotoren. Da oben sind es 2, 4, 6, 70, 75 Schrauben für einen Rotor bei dem Eisenstangenrezept. Ich habe aber schon das Stahlrotorrezept. Ich weiß nicht, ich brauche 52 Schrauben. Aber dafür kriege ich 3. Und ich hätte eine Verwendung für das Blech. Da hat man sonst so gut wie gar keine Verwendung für. Ich nehme die Rotorgeschichte. So. Dann habe ich 2 alternative Rezepte für Rotoren. 2 Festplatten habe ich noch. Dann gehen wir mal runter. Das hier ist ja nichts Besonderes, ne? Das habe ich einfach wieder schon mal hergestellt, dass die Zulieferung eben möglich ist. Die kommt dann hier an. Wie ich das jetzt genau mache später, weiß ich noch nicht, ne? So, dann gibt's hier mein Masterband. Wer meine Videos kennt aus dem Update 8 Video, aus dem Update 8 Satisfactory, der weiß, dass ich Masterbänder gebaut habe, die sehr, sehr hoch waren. Bis zu 56 Masterbänder übereinander. Masterband heißt in dem Fall, dass nur ein Artikel auf einem Band läuft. Das gleiche mache ich hier auch, denn ich habe 22 Lager. Die werde ich mit den Basismaterialien füllen
Und jedes Lager wird dann sein jeweiliges Basismaterial ausgeben auf ein Band. Und dann kommen hier unten hin, auf diese Ebene, die Manufaktoren. Und dann werden da die ersten Sachen mit den Manufaktoren erstellt. Ich gehe dann einfach raus. Warte, wo habe ich einen? Wo habe ich einen Lift? Hatte ich noch gar keinen. Ich hatte doch einen da. Da habe ich einen gesetzt. Ich gehe dann einfach von jedem Band raus, an der Stelle, an der ich es benötige, in die Wand unten und liefere dann eben dem entsprechenden Manufaktor zu. Allerdings ist mir das Material ausgegangen, denn ich brauche hier ja 22 Bänder. So. Wir haben, ich gehe mal kurz ins Inventar, automatische Verkabelung läuft im Moment noch nicht. Was läuft, ist Beton, Draht, nee, Draht 1924 von 2000, da stockt auch irgendwas. Stahlträger, Stahlrohr, Eisenplatte, Kabel, Schraube, Eisenstange, Kupferblech, Statoren läuft im Moment auch nicht. Rotor läuft im Moment auch nicht. Verstärkte Eisenplatte, Motor läuft auch nicht. Modularer Rahmen ist zwar voll, läuft aber auch nicht. Mehrzweckgerüst ebenfalls nicht, intelligente Beschichtung ebenfalls nicht. Stahlbetonträger füllt sich so langsam. Und Quarzoszillator auch nicht. Also die höherwertigeren Sachen sind im Moment alle abgeschaltet, weil ich mich voll auf die normalen Sachen konzentriere. So, wir gehen mal runter in die Produktionshalle. Du siehst, hier läuft alles jetzt. Es ist auch nichts mehr verstopft. Auf dem oberen Band ist jetzt schon was gemischt, auf dem unteren Band ist was gemischt. Und es ist kein Problem. Es wird wunderbar alles wegsortiert in die entsprechenden Lager. So. Hier ist gar keine Treppe nach unten, sehe ich gerade. Wie komme ich hier jetzt runter? Irgendwo, ich habe noch nicht immer alle Treppen auf allen vier Seiten gesetzt, tatsächlich. Da. So. Einmal hier raus, einmal diesen hier. Und hier unten spielt die Musik nach wie vor. Das heißt, alle anderen Ebenen sind noch frei. Das lässt dich vielleicht erahnen, welche Mengen ich hier bauen kann. Das ist im Moment der einzige Zugang. Und wie gesagt, hier fange ich schon an zu mischen. Hier wird alles nach oben transportiert. Da sind nur die Stahlträger, da wird nichts gemischt. Hier wird, glaube ich, gemischt. Und da hinten wird auch gemischt. Ich sehe gerade, der ist auch noch falsch rum. Machen wir den mal eben richtig rum. So. Wenn schon, denn schon. Sieht es nicht gut aus? Also die sechs Bänder sind jetzt soweit voll. Du siehst, die laufen eigentlich alle zu 100%. Hier ist noch ein bisschen Freiraum und hier ist noch ein bisschen Freiraum. Da könnte ich noch was draufpacken. Aber die hier laufen soweit zu 100%. Und insgesamt gehe ich ja mit 6 MK3-Bändern auf 4 Seiten hoch. Also 24 Bänder insgesamt. So, einmal runter. So, hier ist die Betonproduktion. Nee. Stimmt nicht, nehme ich wieder zurück. Ich muss einmal auf die Seite. Da ist die Betonproduktion. Die habe ich jetzt zuletzt reingeholt, um diesen Stahlbetonträger bauen zu können. Ja, also hier ganz normal, das sind auch 26 oder 28 Konstrukteuren, so meine Güte. Worker sage ich immer dazu. Das sind, ich glaube, 28 Worker. Ich habe ein paar mehr gebaut. Denn es wären eigentlich 26,66 für Beton, weil 45 Kalkstein kommt an. Daraus werden dann entsprechend 15 Beton pro Minute gemacht. Das wären also 26, ich habe hier 28 hingestellt. Das Ganze kommt von unten. Hier unten drunter ist ja noch sozusagen ein Rest Natur. Kann ich auch mal kurz zeigen. Da gehe ich nach Möglichkeit aber auch immer über die Decke.
Also da kommt es an, ne? Es kommt da von der Mine, die steht hier ja zufällig, wird hier entlang geschleust, geht dann hier rein. Ich baue ja immer durch meine Zirkoratmauer hier solche Eingänge, geht dann direkt nach oben, Taschenlampe an, geht rüber und wird da oben hochgeleitet. So funktioniert eigentlich alles. Ne? Da auch, ich gehe hoch, gehe direkt an die Decke und leite das entsprechend weiter. So. Dann hast du halt an jeder Stelle hier diesen Konstrukt mit einem intelligenten Splitter, einem dimensionalen Depot. Da gehen mir jetzt auch langsam die Materialien aus. Ist gar nicht so einfach. Die brauchen ja ziemlich viel Materialien von den neuen Special-Teilen. Dann geht es hoch in die weitere Produktion und der Überfluss geht in den Schredder direkt. Das habe ich überall. Hier auch, ne? Hier kommen die Schrauben her. Einmal ins Depot, einmal der Überschuss in den Schredder und der Rest geht halt hoch. Du siehst, ich produziere eine Menge jetzt im Moment für den Schredder, weil es ja alles noch gar nicht ausgelastet ist. Ich will erstmal jetzt die einzelnen Basic-Sachen ans Laufen bekommen. So, gehen wir mal einmal hier hoch. Denn der ganze Apparat hier ist die Stahlproduktion. Das alles hier, die ganze Reihe sind nur die Stahlrohre. Das läuft jetzt, wie du siehst, ne? Das ist voll. Und es läuft trotzdem noch einiges in den Schredder. Das sind dann, ich weiß jetzt nicht genau wie viele, ich glaube auch 40 oder noch mehr. Denn auch das ist ja ausgelegt für das 1200er Band. Du siehst, es laufen aber nicht viele. Es laufen, glaube ich, nur die ersten 16, meine ich. Da hinten, die paar sind grün. Und die sorgen schon für diese Menge an Stahlrohr. Man kann sich also ja wirklich überlegen, was passiert, wenn das mal ausgelastet ist. Lass mal eben kurz gucken. 20 pro Minute, 30 Stahlbarren pro Minute. Das heißt, wir rechnen mal kurz aus. 1200 durch 30. Das heißt, hier stehen 40 Worker für die Stahlrohre und 2 mal 4 sind 8. Das heißt, 800 pro Minute werden dann hier erstellt. Richtig? Richtig, ne? So, und hier ist... erstmal gehen wir hier kurz rüber. Ja, moin, mein Freund. Ich habe dir auf Revanche stehen, deswegen tun die mir nichts. Hier werden die Stahlträger erstellt. Ne? Die Kohle läuft hier rein. Das Eisenerz läuft hier rein. Und hier kommen dann die Stahlträger raus. Da musste ich ein bisschen variieren. Das hier ist übrigens auch ein neuer Blueprint, den ich auch demnächst veröffentlichen werde. Ich habe es im Moment noch nicht geschafft, aber ich werde die Blueprints über Google veröffentlichen. Und dann findet ihr den entsprechenden Link sowohl auf unserem Discord. Kommt gerne zum Discord auch und werdet auch da Teil der Community. Und ihr findet die Links immer in jeder Caption unter den Blueprint-Videos. Und falls euch das Ganze gefällt, schließt euch gerne an mit einem Abo. Ich freue mich natürlich auch über jedes Like und jeden Kommentar. So, ich muss mal gerade gucken. Hier kommen ungefähr 480 Materialien an. Ne? Ich glaube, ich laste das Band aus. Der arbeitet nicht. Der arbeitet nicht mehr ganz zu 100%. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, glaube ich, zu 100% arbeitet der garantiert nicht, ne? Nur zu 17%, weil ihm da das Eisenerz schon fehlt. Naja, ist auch wurscht. Hier musste ich ein bisschen im Zickzack arbeiten, weil auch das ausgelegt ist, dass eines Tages das 1200er Band komplett abnehmen kann. Also 1200 Kohle und 1200 Eisenerz. Deswegen musste ich etwas hin und her bauen und gehe dann bei den Ausgängen auch an die Decke und verbinde das dann hier rüber und da auf der anderen Seite wieder runter mit den anderen Ausgängen, die von denen kommen. So, dass ganz am Ende, nämlich da an der Stelle hier unter mir jetzt, ein einziger Ausgang von allem, was davor läuft, existiert. Und der da auch noch, der ist auch noch hier mit angebunden. Also diese ganzen Geschichten... Diese ganzen Geschichten und diese ganze Reihe, das ist alles nur hier die diese Stahlträgerproduktion.
So, dann wird es hier diesmal doppelt und dreifach gesplittet. Einmal geht es hoch in ins Hauptlager wieder, was ich dir vorhin schon gezeigt habe. Der Überschuss geht wieder in den Schredder. Der weitere Überschuss geht in das Depot. Und hier wird es nochmal ganz normal gesplittet, damit einiges noch hier reinläuft. Und diese 12 sind es insgesamt, Fabrikatoren, erstellen jetzt die Stahlbetonträger. 6 pro Minute. Ist aber jetzt auch nicht besonders viel. Und es ist jetzt nicht alles durchgerechnet. Das sind nur 1, 2, 3, 4. Die ersten 4, die laufen und der wahrscheinlich schon nicht mehr auf 100%. Ne? Nur zu 51%. Alles klar. Also werden im Moment mindestens, der läuft auf 97. Okay, es werden so ungefähr 6, 12, 18, 24 Stahlträger pro Minute produziert. Was nicht viel ist. Ne? Denn ich habe außen aber noch eine Stahlträgerproduktion, die läuft aber im Moment nicht. Ich brauche ja hier einen Stahlträger für das MK4-Band und damit arbeite ich ja sehr, sehr häufig. Das ist also fast alles, was draußen gelaufen ist, ist jetzt hier drin. Fast alles habe ich jetzt rein verlegt. So sieht das Ganze jetzt aus. Sowas hier zum Beispiel mache ich so, da baue ich keine Blueprints für. Das ist ja eine ganz simple Manifold-Geschichte, ne? Wo du eben nicht die ganzen Sachen aufteilst und wo es entsprechend lange braucht, bis es gefüllt ist. Du siehst ja, überall läuft ja was rein und das dauert halt seine Zeit. Und ich gehe auch grundsätzlich mit den MK1-Bändern nur raus. Ich leite immer mit sehr schnellen Bändern durch. Gehe dann aber von den Hauptbändern mit den MK1-Bändern in die Maschinen. Zumindest wenn die Maschinen nicht mehr als 60 Einheiten pro Minute benötigen. Der braucht 36 Beton und 18 Stahlträger. Also gehe ich entsprechend mit den M1-Bändern raus. Noch entsprechend lange dauert es dann natürlich, bis das alles voll ist. Das kannst du aber auch überbrücken, indem du jetzt einfach den hier reinklatscht und hier die Stahlträger auch voll machst. Dann füllt sich das natürlich schneller. Ne? Jetzt habe ich hier die 500 drin. Das könnte ich jetzt mit jedem machen hier. Machen wir das mal so. Packe ich die 500 rein. Und so weiter und so fort. Und dann ist diese Wartezeit halt überbrückt. Und meistens, so wie ich jetzt auch, hat man ja sehr, sehr viel Material übrig. Also spätestens, wenn man diesen Status hier erreicht hat. Und kann das dann entsprechend machen. So, der hat fast die 500 drin. Und da die natürlich auch immer verbrauchen, dauert es eben ewig lange. Siehst du, jetzt stockt es sich schon. Jetzt geht es schon ein bisschen schneller. Hier, dann kannst du nochmal nachhelfen. Zack. Aber es dauert halt seine Zeit, ne? So, das ist die Stahlproduktion. Ja. Damit ist das hier jetzt auch fast voll. Ich habe zwischendurch noch so ein bisschen Platz. Hier habe ich noch ein bisschen Platz. Und hier drüben bei den verstärkten Eisenplatten habe ich auch noch Platz. Und ich kann halt überwiegend zwischendurch noch durch die Gegend rennen. Ne? So, hier habe ich noch ein bisschen Platz, wie du siehst. Das sind ja die verstärkten Eisenplatten. Das gibt es auch als Blueprint. Den stelle ich euch natürlich auch zur Verfügung. Wie gesagt, ich muss die auch im Moment noch ein bisschen beschreiben erst, damit das ordentlich ist. Und würde euch auch bitten, falls ihr selbst YouTube-Videos macht, lasst bitte gerne einen Credit da, wenn ihr meine Blueprints in euren Videos nutzen solltet. So, und hier ist ja die restliche Eisenproduktion. Ne? Hier sind 1200 Eisenstangen aus Eisenbarren. Und hier sind die 1200 Eisenbarren für Eisenstangen. Aber im Moment läuft das natürlich noch nicht auf 1200. Wieso haben die keinen Strom? Oder was ist hier los? Warte mal. Hä? Wieso habe ich die alle gar nicht an? Das ist mir jetzt gerade ein Rätsel. Wo kommen die Eisenbarren denn dann her? Hm.
Nur die hinteren sind an. Okay, dann habe ich vielleicht von da hinten angefangen, die zu kopieren. Du kannst ja einfach die Einstellung mit Steuerung Copy kopieren und dann einfach einfügen. Muss ich so nah dran sein, ne? Warum muss ich denn jetzt hier plötzlich so nah dran sein? Ist mir auch ein Rätsel. So. Muss ich das jetzt wirklich für jeden Einzelnen machen? Naja. Lass ich jetzt aber mal, merke ich mir, dass ich das noch erledigen muss. So, hier ist die Eisenstangenproduktion. Und wie gesagt, es ist mir jetzt eigentlich auch egal, welche davon laufen am Anfang, weil die sind alle am Strom angeschlossen und die gehen eben alle durch. Und hier ist die Eisenbarrenproduktion für die Schrauben auf der anderen Seite. Das hatte ich ja auch schon mal gezeigt. Jetzt wollte ich einmal mit euch rausgehen. Wir können auch eben eins raufgehen, dann kann ich schneller rausgehen. Wie gesagt, Eingänge, Ausgänge, da muss ich erst noch ein bisschen optimieren. So. Ich versuche ja jetzt schön zu bauen. Und wir laufen mal kurz rüber auf die andere Seite. Ziehe einfach alle Bänder von den Nodes über die entsprechenden Eisenfoundations hier dahin, wo sie hingehören. So kann ich auch andere Bänder noch zusammenschließen, verbinden und so weiter. Guck mal, das stockt schon extrem. Da war ich glaube ich noch nicht. Habe ich glaube ich die Festplatte noch gar nicht gezogen. Gehen wir mal einmal rüber. Ist schon nice, ne? Wenn man so aus der Entfernung das Ganze sieht. Jetzt sieht man aber nicht mehr, wie es läuft. Und die Schilder sind auch super von der Größe her. So würde ich sogar von hier unten noch sehen, was da oben produziert wird später mal. So, ich wollte mit euch einmal darüber. Denn das nächste Thema ist natürlich oben Öl. Oben rechts seht ihr, ich muss Plastik herstellen und Gummi herstellen. Und ich brauche auch 100 Motoren. Das ist jetzt ein Riesenschritt und eine Menge Arbeit. Bis man zu Phase 3 kommt, hat man echt viel zu tun. Wenn man sich mal vorstellt, ich spiele jetzt glaube ich zwischen 140 und 150 Stunden seit 1.0. Und die Phase 3 ist richtig heftig, finde ich. Du brauchst die Petrolenergie und musst das ganze Zeug dann dafür erstellen können. So, hier kommt alles zusammen, ne? Hier sind nämlich nochmal wunderbar Eisennodes. Da ist auch noch eine übrig. Außerdem ist da auch noch Beton und noch eine Eisennode. Und auf der anderen Seite, ja. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch noch Kupfer. Also merkt euch diese Stelle hier. Irgendwo hier in der Nähe ist noch Kupfer. Das ist an diesem Felsen alles. Da. Kupfererz normal. Und nochmal. Kupfererz normal. So. Das heißt also, soll ich den auch verkleiden? Das überlege ich halt immer wieder, ne? Das sieht schon wirklich, wirklich gut aus da oben. Ob ich den auch verkleiden soll, so ein bisschen noch. Was sagt ihr? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und wie hoch? Bis zu dem Teil? Kann man so hoch überhaupt bauen? Habe ich noch nie probiert. So. Ich wollte einmal kurz hier rüber. Denn, oh, was ist das noch? Auch nochmal Beton, also Kalkstein. Ist da eigentlich was? Das Wasser sieht auch so gut aus jetzt mittlerweile, ne? Unter Wasser sieht zwar immer noch nicht gut aus, aber egal.
Ach ja. Ist aber nur eine Schnecke, glaube ich, ne? Na. Naja, hier ist nur eine Schnecke. Okay. Das wollte ich euch nur kurz zeigen. Da hinten müssten eigentlich die Ölfelder sein. Guck mal, da ist nochmal Beton. Also diese Ecke hier ist auch gar nicht so schlecht. Oh, hier sieht es aber anders aus. Zack. Was ein Grafiksprung. Das ist, ja, scheinbar je nachdem tiefes Meer und flaches Meer und Küste. So, nochmal Beton. Bisschen Strom habe ich schon bis hierhin gezogen. Aber dafür habe ich jetzt auch nicht die Möglichkeiten, glaube ich, oder? Doch, kann ich bauen, das ist gut. Dann nehme ich euch mal mit. Hat er das Kabel jetzt? Ah, shit, beim Schwimmen nicht. Okay, ich würde mal sagen, viel weiter als bis hier reicht es sowieso nicht. Da setze ich erstmal eben die Fundamente, die Viererfundamente. Kann ich denn... Okay, hier komme ich so durch, alles klar. Na... Wo war die flache Stelle hier, ne? Oder wie weit kann ich noch? Ich kann ein ganzes Stück weiter, aber nicht bis da hinten, ne? Nee. Komm, dann nehmen wir den hier. Ist jetzt nicht ganz so weit, aber egal. Ich glaube, so müsste es gehen. Ich möchte gerne hier rüber. Aber hier muss ich wieder schwimmen, ne? Nein, muss ich nicht schwimmen. Doch, die letzten Meter. Schade. Ja, komm, dann machen wir es uns eben einfacher. Ich will halt auf die Seite gehen, wo die Ölvorkommen sind. Und da Strom schon mal haben. Ich muss das jetzt nicht hier an Land haben. Also machen wir das jetzt einfach hier mit. Ey. Was war im Weg? War ich selbst im Weg? Ich weiß, ist jetzt nicht besonders schön, aber... erfüllt gerade seinen Zweck. Die sind doch relativ weit weg, ne? Ich hätte gedacht, die sind hier schon irgendwo, aber die sind doch weiter, als ich dachte. Oder sind die etwa weg? Das wäre ja gar nicht gut. So, du siehst unten das lilafarbene, da läuft wieder, die Eisenplatten laufen direkt wieder rein. Wird im Moment auch ganz gut schon gefüllt und ganz schnell oder relativ schnell. Ich meine, gut, dann habe ich auch hier direkt schon wieder eine Bahn gezogen für die Fließbänder oder für Rohre oder sonstiges. Kann man eigentlich machen. So, ich glaube, wir sind jetzt genau drauf zugesteuert. Die sind doch hier, die Dinger, ne? Hoffe ich mal. Da. Da ist einer. Rohröl rein. Ja, ja, ich bin ja schon weg. Lasst mich doch in Ruhe. Ich will doch gar nichts von euch. Leben und leben lassen. Was soll das hier? Hier war doch auch einer. Liebes Coffee Stain Studio, ich hoffe nicht, dass ihr das hier genervt habt. Da hinten ist, glaube ich, eine, ne?
Mit einer komme ich nicht weit. Mal besser als gar nichts, ne? Boah, Junge. Die sind ja schon... Das ist schon ein Brummer. Da, ich leg mich jetzt nicht mit dem an. Aber hier direkt die lebensspendenden Nüsse in der Nähe. So, hier ist eine... Normal. Die sind auf jeden Fall noch mehr. Ich meine, hier waren 5 oder 6 Rohölgeschichten. Und da ist auch noch eine, siehste. Okay, der wichtige Spot hier ist schon mal da. Die ist hier normal. Also eine reine, 2 normale haben wir bis jetzt gefunden. Und relativ viel Platz zum Bauen. Jetzt gucken wir hier nochmal eben auf der anderen Seite. Oh. Was war das denn? Das war das. Das ist unrein. Wieso? Seit wann sehen die denn so aus? Unrein? Habe ich da jetzt irgendwas nicht mitbekommen? Das alles noch... Sind das alles einzelne Nodes? Also so kannte ich das bisher noch gar nicht. Ist jetzt... Oder irre ich mich da jetzt? Ich kannte das nur in diesen Pfützenformen. Rohöl normal. Das heißt, das sind auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oder sehe ich das jetzt falsch? Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Also so kannte ich das noch nicht. Hier wird jetzt nichts angezeigt. Rohöl rein. Ja. Sehr, sehr schön. Wir haben genügend Öl erstmal hier zur Verfügung offensichtlich. Und dann schauen wir mal, was wir draus machen. Ich guck mal ganz kurz, ich kann die Raffinerien bauen, ne? Meine ich. Das müsste ich schon freigeschaltet haben. Ja, ich kann sogar eine bauen. Moin, meine Damen und Herren. Wir nehmen die 2er-Fundamente. Ja, ja. Macht mal ein bisschen Platz. Ich muss eine Raffinerie bauen eben kurz noch. Geh mal raus da, so. Ja, da brauche ich ewig, ne? Das Ding habe ich mir gebaut, aber das bringt irgendwie gar nicht. Ja, ja, ja. Komm. Oh. So. Einmal kurz eine hinstellen. Da ist relativ viel Platz, ne? Wir gehen darüber. So. Wir werden mit dem Zeug darüber gehen, weil hier ist ja eine ziemlich große freie Fläche. Und hier das Wasser kann ich auch entsprechend nutzen.
Okay. Herzlich willkommen im Ölzeitalter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann werde ich hier schon mal ein paar Sachen ans Laufen gebracht haben. Ihr wisst jetzt, wo ich mich hier befinde. Nämlich hier. Und hier ist unser Zikkurat. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euch bei der nächsten Folge. Jetzt folgt noch der Abspann. Bis dann. Ciao, ciao.